Bei der Querlage liegt das Kind nicht mit dem Kopf oder dem Steiß im Becken, sondern es liegt schlicht und ergreifend, wie der Name schon sagt, quer im Bauch. Kinder, die quer in der Gebärmutter liegen, die können nicht auf natürlichem Wege auf die Welt kommen. Das erklärt sich eigentlich von selbst. Und insofern können wir bei der Querlage eigentlich nur zwei Dinge tun. Entweder es gelingt, das Kind in eine Längslage zu bringen, indem man von außen auf die Gebärmutter drückt und das Kind in eine Längslage bringt, wenn Sie so wollen, unter Zwang, oder indem man das Kind durch einen Kaiserschnitt zur Welt bringt.